Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Marvel-Video an meiner Seite. Mr. Fantastic, der Retro-Szene, der großartige Starkiller. So schlecht bin ich. Wollte ich nicht damit ausdrücken. Und ich bin für viele ja der Mr. Elasto. Euer Mr. Venom 1974, die für Gegner, Hasser und Leute, die sich da gerne reiben. Wir sind bei den Fantastischen Vier. Ja, die haben das Licht der Welt 1961 erblickt und haben eigentlich... Es gibt übrigens noch einen vor den beiden großartigen Filmen. Gab es noch einen Film vorher, der war noch schlechter. Der hat aber, glaube ich, in Deutschland niemals irgendwie hier Ruhm und Ehre erreicht. Aber ich sag mal so, die alte Besetzung, eben unter anderem mit Chris Evans und Jessica Alba. Ja. Ja, die hier auch wahrscheinlich im Bild zu sehen sein soll, die gute Jessie. Ja, das soll wahrscheinlich wirklich Susan Storm Richards darstellen. Die unsichtbare Frau, die Miss Invisible. Mhm. Da fangen wir mal an. To have an invisible touch. Das dürfte, ja, glaube ich, natürlich Reed Richards sein, genau. Mhm. Wie kommst du mit der Reparatur der Hülle voran, Ben? Kein Problem, Reed. Ben Grimm, das lustige Ding, ne? Kein Problem, Reed, ich sollte bald damit fertig sein. Ich glaube, das ist auch die richtige Geschichte. Irgendwie Astro irgendwas und dann gab es einen Unfall und dann sind sie alle mutiert. Ja, ist ja im Grunde schon der Anfang vom ersten Film. Ja, ist wahrscheinlich auch das Ding, was hier auf dem Film auch wieder basiert. Hm? Gut, Ben, aber wir müssen uns beeilen. Du erkennst übrigens Jessica Alba direkt wieder, ne? An den blonden Haaren, wobei ich immer noch sagen muss, die blonden Haare stehen ihr überhaupt nicht. Danke. Danke. Ich möchte hier nochmal kurz sagen, es sind zwei Leute, die Geschmack haben und es gibt den Alpha-Schief. So. Die Grüße. Aber wir müssen uns beeilen. Dieser kosmische Sturm. Das von Frau Storm. Ah, lustig. Unsere Scanner registriert haben, bewegt sich sehr schnell. Pflege uns nicht nur davon, Großer. Ja, danke, Mann. Die Fackel war übrigens immer schon lustig. Die Human Torch. Mhm. Ben, der Sturm ist schneller geworden. Woran erkennt man das? Du musst sofort reinkommen. Wir müssen die Schilde sofort schließen. Ach, das soll... Ach, ja! Das ist doch der Dings, wie heißt der Vince, hieß der, glaube ich, auch, oder? Ja, Dr. Doom! Ja, genau, richtig. Der wird mir noch nicht wissen, dass er Dr. Doom wird. Dann ist das wirklich der erste Film. Hm? Beeil dich, Großer, schnell, das sagst du schon 20.000 Mal. Ben, beeil dich bitte! Die Schilde hängen fest. Der Sturm ist genau über uns. Ben! Ben! Nein! Das ist Ben. So, jetzt mutiert mal alle. Genau, werd mal zu Menschen. So, 10 Jahre später. Guten Morgen, Sue. Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Genau, Victor, genau. Guten Morgen, Victor. Mir geht's gut. Victor, ja. Ausgezeichnet. Und Sue, ich fühle mich schon so unglaublich gut. Ich möchte die Welt erobern. Bist du Pinky in the Brain? Ich fand übrigens Victor van Doom eigentlich immer ganz, ganz lustig. Der war eigentlich gar nicht der schlechteste Bösewicht im Marvel-Universum, aber ich weiß gar nicht, wie da seine Story ist, wie der wirklich erschaffen wurde. Der Herr von Dingenskirchen, Gazistanien, wie der Dinger heißt. Ich muss hier aber schon wieder was kritisieren. Ja. Das ist ja, glaube ich, die Szene, wo sie so quasi kurz nachdem aus dem Koma aufgewacht ist. Ich merke schon, du hast den Film recht aktuell gesehen. Ich habe nicht mehr so. Ich habe den Film recht aktuell gesehen. Und die Alte hat schon den Fantastic Four Anzug an. Ja, hatten sie doch gerade schon auch auf dem Raumstation. Ja, nee, da hatten sie ja andere. Ja, gut, da hatten sie auch so blaue Anzüge an im Film. Aber hey, die ist gerade aus dem Koma gewacht. Da hatte sie einen Morgenmantel. Alter, das ist hier... Übrigens jugendfrei für die Kinder, ne? Ja, natürlich. Ja, Victor. Wir kennen uns schon sehr lange. Bist du sicher, dass du okay bist? Die Wunde sieht ernst aus. Mir geht es gut, nur ein Kratzer, Sue. Mir ist klar geworden, dass... Heuer in Raum 401 gemeldet. Ich gehe besser. Ruh dich aus, wir unterhalten uns später weiter. Reed! Sue, wie fühlst du dich? Ich fühle mich toll! Ich möchte verschwinden. Dein Zimmer ist schön. Hä? Dein Zimmer ist schön, ich habe keine Fenster oder Blumen.
Ja, Victor ist sehr gastfreundlich. Sieht ganz so aus. Was willst du damit sagen? Sue, du bist... Machen wir... Ist die Soap jetzt mal endlich vorbei? Hey, warum starrst du mich so an? Sue, du bist verschwunden. Oh nein, ich kann mich selbst nicht sehen. Du bist komplett unsichtbar. Bemerkenswert. Bemerkenswert? Hilf mir! Du musst wieder normal werden. Wir müssen alle anderen finden. Sofort. So. Ihm fällt's noch nicht auf. Ihr seht das. Er kann es schon. Er hat schon eine Reichweite von 20 Metern, aber er sagt noch nichts. Ne? Genau. Und man kann, was hier ganz schön ist, in diesem Titel wechseln. Das heißt Instant. Man kann also dann sagen, wir nehmen jetzt mal einfach mal ihre super... Ne? Ihr tolles Schutzschild. Ja. Ah, komm. Roundhouse Kick, sehr schön. So, und er natürlich gleich hier seinen Elasto-Punch. Und ich muss jetzt natürlich wieder einen ganz bösen Kommentar loswerden. In der Hochzeitsnacht sagt er irgendwann zu ihr, und meine ist ziemlich lang. Boah, er kann ja auch noch viel länger. Ja, eben. Aber also, da will sie Angst kriegen. Da bin ich ganz ehrlich, das ist... da muss ich ganz ehrlich sein, da habe ich ein bisschen Angst, was die Thema Verhütung angeht bei ihm jetzt. Aber das... Ja. Ich denke wieder nur an das Larry-Remake. Welche Kondomgröße soll es sein? Small, large oder gonzo? Warum blockiert das die Tür? Keine Ahnung, bringen wir es einfach weg. Um mein Objekt aufzunehmen, stelle ich daneben und drücke dann das Steuerkreuz. Ja, ja, ja. Zack, zack, zack. Ja, wumm. Toll kannst du das. Da brauche ich noch nicht mal Ben. Wir sind eingeschlossen. Vielleicht kann ich durch diese Gitter fassen. Ja, wollen wir mal sehen, ob er das kann. Ja, 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 ja. Hotspot-Anzeige, ja, ja. Ich glaube, kann er. Reed, scheint gut zu funktionieren. Du hast dich gedehnt wie ein Gummiband. Bist du okay? Natürlich ist er das. Ja, mir geht es gut. Das müssen die Auswirkungen des kosmischen Sturms sein. Unglaublich und ziemlich seltsam. Gut, wir wissen ja, ein Gummiband ist dann nach 20 Jahren erstmal sehr porös. Nur? Vielleicht ist er ja mehr ein Jojo. Na, dann lebt er mit dem Jojo-Effekt sein Leben lang. Na gut. Er kann ja sowohl klein als auch groß, also. Gut, das kann ich auch, aber das will keiner sehen. Das müssen die neuen Medibots bei, mit denen Victor geprahlt hat. Endlich kann ich sie mir genauer ansehen. Ja, das ist bestimmt ein total toller Plan. Reed, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Warum wohl? Machen wir erstmal Bots kaputt. Ich glaube, die KI war witzigerweise gar nicht so strunzdumm, was man eigentlich bei so einem Dingern erwartet, aber ihr könnt euch also denken, die Drecksarbeit müsst ihr machen. So wie immer. Erstmal Victors Hütte neu anordnen. Genau, mal so ein bisschen neu dekorieren alles. Die Pflanze gefällt mir hier nicht. Ich möchte da drüben haben. Oh, ist sie kaputt, wie schade. Kann man das auch nehmen? Ja. Natürlich. Huch! Wie das immer kaputt geht. Hackerrätsel. Okay, da hören wir wieder nicht zu. Gucken, ob ich das ohne Text hinkriege. Ich glaube nicht. Oder in die richtige Reihenfolge wie unten sowas? Kann das sein, dass das Bild unten einfach irgendwie nachmachen muss? Ja, genau. Das ist mir zu... Das ist mir echt zu schwierig. Und ich schaff das sogar noch. Natürlich. Große Klappe und trotzdem weiterkommen. Mhm. Ja. Tollste Erlebnisse eines Let's Players. Was ja eigentlich ein Widerspruch an sich ist. Wir müssen den Bereich hier vor der Tür freiräumen. Die Tür ist verschlossen. Ich glaube, ich kann mich in dieses Computerterminal hacken. Aber was ist mit den Trümmern? Was soll das mit dem Hacken? War ich das? Bewege Sue auf das Symbol, dann machen wir das mal eben. So, dann setz mal du deine tolle Special-Fähigkeit ein. Und, ach komm, lass mal sie mal hacken. Oder kann sie das gar nicht? Na, jetzt sieht nicht so aus. Das kann sie wahrscheinlich wieder nicht. Das kann nur Super Reed. Das ist aber ein ganz schweres Rätsel.
Ja. Immer hier erstmal die Fresse aufreißen, das ist richtig. Dann auch richtig mitten in die Kauleiste kriegen. Das Lustige ist übrigens, ich hab gerade gemerkt, warum ich das vermasselt habe, weil du kannst nicht zurückgehen. Du kannst immer nur vorgehen, also ins nächste Puzzle. Und ich dachte immer, weil gehst du zurück, abspeichern, ja, von wegen. Für einen kosmischen Move. Ja, mach du mal. Komm, dann kämpf du mal selber. Also Frau Alba hat keinen Spinning Wheel Kick oder sowas gezeigt. Victors medizinische Boards verhalten sich sonderbar. Das muss an unseren neuen Kräften liegen. Ich hoffe, Ben und Johnny sind okay. Sie könnten in Gefahr sein. Richtig, aber bevor wir sie suchen, müssen wir an dieser Überwachungskamera vorbei. Vielleicht, wenn ich mich unsichtbar mache? Ganz, ganz kreativ. Ja, toll. Und die kann ich jetzt einfach besiegen, oder was? Du musst sie doch erst unsichtbar machen. Die Kamera sieht dich ja. Ja, ja. Ich glaube, da hätten wir jetzt doch lesen sollen. Egal, ich marschiere einfach mal durch. Ja. Es geht auch ohne Unsichtbarkeit. Sehr schön. So mag ich Tutorials. Mhm. Lass mich ran hacken. Möglichst aber nicht getroffen werden. Nee, kann ich nicht hacken. Achso, einfach durchlaufen. Achso, einfach zwischen den Schüssen, klar. Ist doch klar. Mhm. Das sind die Fantastischen Vier, die können das. Ja. Ich bezweifle, dass du dich da weiter hacken kannst, Reed. Ich versuche etwas anderes. Sei vorsichtig, Reed. Die Kante sieht gefährlich aus. Ist mir doch egal. Sollte mir nicht egal sein, glaube ich. Genau. Komm, kletter auf meinen Rücken. Ich wollte schon sagen, kommt nicht rüber, das wäre auch geil. So, wir lassen ihn ja jetzt einfach... Oh, Auto speichern. Oh. Das heißt, es passiert was. Jetzt sind wir die anderen beiden, ne? War klar. Natürlich. Na, hallo! Wie geht es uns heute denn, Mr. Storm? Jetzt, wo du hier bist, gleich viel besser und du kannst mich Johnny nennen. Mein Name ist Candy, natürlich! Du musst natürlich wieder so ein bescheuerter Name sein. Was hast du gegen Candy? Warum heißt du nicht gleich Jacqueline? Nein, an Candy ist mehr Süßes. Also, Johnny, ich muss... Ja? Deine Temperatur messen. Oh, das ist natürlich hoch. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ich fühle mich fantastisch. Wo waren wir gleich noch? So, wie hat sie denn die Temperatur gemessen aus 2 Metern Entfernung? Geht doch gar nicht. Ja, weil er so heiß ist. Heiß wie ein Vulkan. Was ist das? Eine Art Robotermülltonne? Das ist ein Medibot, Mann. Mr. Von Doom, der schon so heißt, wie wir jetzt wissen, hat sie erfunden. Sie sind sehr intelligent und nützlich. Hey, was macht der da? Hey, stopp, er hat eine Fehlfunktion. Ah! Was ist los? Dein ganzer Körper steht in Flammen. Ich brenne. Ich suche besser lernen, das ist ja verrückt. Ach, Cutscene. Kann sowieso nichts machen. Ja, passend. Wahrscheinlich triffst du jetzt schon die anderen beiden. Nee, ich treffe jetzt wahrscheinlich Ben, genau. Ah! Hm. Bist du okay, Ben? Was ist hier los? Ah! Ben, bist du das wirklich du? Ich bin entstellt, ich bin ein Monster. Ich, Johnny, du brennst. Ich bin okay, das ist passiert, als wir die Medibots angegriffen haben. Ich fühle mich fantastisch. Ja, und ich bin ein Zirkusfreak. Und das ist nicht so fantastisch. Wir brauchen ein paar Antworten und wir müssen Reed finden. Ich hoffe, Reed hat Antworten, denn das ist eine entscheidende Entwicklung. Ach. Selber. Okay. Okay, da geht kein Weg dran vorbei. Natürlich spiele ich Ben Grimm.
Ben Grimm ist auch, wie auch hier in den Comics, Kult. Auch grundsätzlich erst immer schlagen und dann fragen. Genau. So. Wir sind gefangen. Gefangen? Sie versuchen, die Freaks in Käfige zu sperren, was? Ja, komm. Das ist für ihn noch nichts. Das ist die leichteste Übung hier. Der hat sie mit dem Hulk gekloppt. Also der wird ja wohl an seiner Metalltür vorbeikommen. Na eben. Zack. Weg. Ist noch einer? Muss ich da lang? Nee, da war ich, kann man ja schon her. Da kommst du ja. Da lang? Ja, verkloppen wieder? Ah, da lang. Noch eine verschlossene Tür. Mal sehen, ob ich mich durchschmelzen kann. Ich vermute ja. Zack. Auch geil. Durchgeschmolzen, Tür geht aber seitlich auf. Ich glaube, man merkt mir die Begeisterung an bei dem Spiel. Ja. Ne? Ist ja fast so gut wie der Film. Und das will was heißen. Wo sind wir? Ist das eine Art Lagerraum? Weiß nicht, mir egal, aber diese Kisten sind nützlich, um die Tür einzuwerfen. Ja, okay, dann weiß ich, was ich mache. Vielleicht soll die auch treffen. Ja, vielleicht musst du denn alle Kisten werfen, damit das... Nein. Das ist die falsche Tür, noch hast richtig, gut. Nicht, dass du alle Kisten nehmen musst, damit es überhaupt klappt. Diese Fässer kommen gerade recht. Na klar. Natürlich, jetzt wieder muss er sie anzünden. Klar. Na, also. Dann zünden doch mal ein bisschen. Eben. Na, also. Weg. Oh, erstmal alles kaputt. Auch wenn sie uns noch gar nicht angreifen. Egal, mal prophylaktisch alles hier zerstören. So, wo sind wir hier? Was mit dem Überwachungssystem hier los? Vielleicht sollten wir aufhören, Sachen zu zerlegen. Und warten, bis uns diese Bots weiter angreifen. Nein, danke. Ich finde meinen eigenen Ausgang hier raus. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Ja, genau. Erst Flammen schießen. Wahrscheinlich kann ich nur ein. Ach so. Yes, war ein bisschen doof. Nicht das Fass zuerst an die Tür, aber egal. Er nimmt es tatsächlich. Würdest du mal. Alter! Das war auch gekonnt. Ist der erst dritte, der erstmal noch eine Ehrenrunde. Was zur. Diese Bots sind durchgerät. Du scheinst sie dazu zu bringen. Ich? Du bist doch der, der brennt. Und du bist ein sprechender Felsklotz. Wenn ich mit diesen Bots fertig bin, lass ich dich in einem Felsen-Sandwich essen. Ah. Die werden uns sonst hier nicht aufhalten, ey. Natürlich nicht. Tschüss. Diese Bots hatten keine Chance. Lass uns jetzt Reed suchen. Du suchst ihn, ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ben ist ganz schön sauer. Ach. Wie kommt es wohl? Lass mich raten. Jetzt haben wir das Tutorial durch. Ein Monster rennt um euer Leben. Wo ist das Problem? Habe ich was Falsches gesagt? Ben, bist du okay? Sehe ich okay aus? Nein, du hörst dich jedenfalls auch... Nach Ben an. Das ist scheinbar das Einzige, das unverändert ist. Ben, beruhige dich. Komm mit mir. Dann reden wir mit Reed. Soll ich mich beruhigen? Es war Reeds komischer Sturm, der das verursacht hat. Ja, und ich würde sagen, das ist ein guter Punkt. Jetzt haben wir alle vier gehabt und ja, auch hier wieder die Regel ist okay. Also ist jeweils auch ein Tutorial, was Sinn macht. Aber... ob es jetzt irgendwie, ob man das wochenlang zocken soll, weiß ich nicht. Ja gut, also die Begeisterung hält sich bei mir definitiv in Grenzen bei dem Spiel. Nee, du bist einfach zu kritisch.
Ich bin einfach wahrscheinlich zu realistisch. An meiner Seite die Jessica Alba der Let's Play-Szene, der großartige Moment, Starkiller. Moment. Ich bin nicht blond. Und nackt. Du hast ja keine Ahnung, was ich hier gerade anhabe. Nichts. Und das ist auch gut so. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und freue mich über jede Gabe, Spende und allen möglichen anderen Scheiß. Ja, das war Fantastic Four, ist jetzt auch von der Liste abgehakt, aber geht mal davon aus, wir haben noch was in der Hinterhand, was man euch zeigen muss, darf, soll. Seid mal gespannt. Mhm. Bis dann. Ciao. Ciao.